Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, heute mal wieder mit Bild. Es wurde auch mal wieder Zeit. Ich war eine Woche unterwegs, deswegen gab es auch keine Cam. Jetzt bin ich wieder auf dem Start ganz normal und jetzt ist auch erstmal für mich die Urlaubszeit vorbei. Bitcoin bei 25.800 US-Dollar. Wenig Veränderung, immer noch so ein bisschen Seitwärtsphase. Gestern haben wir nochmal einen kurzen Pump gesehen, nachdem wir hier das Lower Low bekommen haben. Gehen wir jetzt gleich ein bisschen näher nochmal drauf ein. Wurden dann wieder liquidiert und dann wieder einen neuen Versuch nach oben hin zu starten. Wie das jetzt weitergeht, welche Altcoins ich vor allem jetzt ein bisschen nachgekauft habe. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update noch mal ein bisschen genauer anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram, Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Und was mir persönlich noch am Herzen liegt, es gibt jetzt einen Podcast seit eigentlich Freitag, aber ich habe es gestern erst gepostet, seit Samstag gibt es einen Podcast von mir, Bagu und Puzzle Analytics. Also gerne da vorbeischauen. Den Link findet ihr in der Telegram-Gruppe. Und ansonsten werde ich euch den Link jetzt auch zukünftig unten in der Videobeschreibung reinpacken. Also wenn ihr Bock habt, euch jede Woche Freitag zu den aktuellsten News, zu Krypto, zu Trading etc. pp. Updates zu holen oder auch einfach mir oder uns zusammen ein paar Gespräche zuzuhören, abonniert da auch gerne oder lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal da auf Spotify. Momentan geht es nur auf Spotify, es soll noch Apple Podcasts folgen, aber da gibt es momentan ein bisschen Probleme. Also schaut da gerne vorbei, würde ich mich riesig, riesig drüber freuen. Und immer so ein bisschen zeitversetzt wird es die Videos dann auch natürlich auf YouTube geben. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Analyse. Mitte, wie gesagt, Bitcoin bei 25.700 US-Dollar. Wir hatten gestern eigentlich einen schönen Long-Impuls gesehen. Ich bin dann auch long gegangen, nachdem es dann aber so schnell ging, konnte ich da kein Signal mehr posten. Wurde dann wieder ausgestoppt, bin dann aber wieder rein, aber nur mal so zum ersten Signal. Bullish Divergence auf den 1-Stunden-Timeframe, wir haben uns die Wicks darunter geholt. Bullischer Close auf jeden Fall, dann ging es hoch direkt ins Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung. Ich habe maximal sowieso nur, wer die Gruppe ein bisschen verfolgt hat, bis 26.200 US-Dollar gerechnet. Ist knapp nur dahin gekommen, bis auf ungefähr 26.137 Golden Pocket. Dann bergab und jetzt wieder diese Konsolidierung. 7-Eager blickt bei 26.500 US-Dollar, also könnte noch sehr, sehr interessant werden. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir maximal noch, minimal noch mal tiefer runtergehen und dann auch wirklich hier erstmal zumindest vorläufigen Boden sehen. Wir haben jetzt die letzten Wochen so viel Shorts aufgebaut, jetzt auch in diesem Bereich hier wieder. Ich glaube, die werden wir uns als erstes noch fischen. Im Endeffekt, was soll jetzt noch von der SEC kommen? Ich habe gerade auf in Telegram was gesehen, SEC verklagt Bitcoin, natürlich nur Fake. Satoshi Nakamoto wird vorgeladen und so, also so ein Schmarr. Kann natürlich auch für vielen dann nochmal, oder bei vielen nochmal ein bisschen Angst auslösen, also da erstmal keine Panik und sowas. Generell erstmal keine Panik, was ich jetzt auf jeden Fall erstmal nachgekauft habe, war Bitcoin jetzt nochmal in diesen Areas, ein bisschen zumindest, jetzt keine großen Käufe, da werde ich jetzt gleich nochmal am Ende vom Video drauf eingehen, welche Altcoins wir gekauft haben, oder ich zumindest gekauft habe. Auf jeden Fall wird es für Bitcoin jetzt interessant werden. Wir müssen über dieses Golden Pocket kommen und dann auf jeden Fall diese Ineffizienz schließen. Dann kommt es darauf an, kriegen wir ein höheres Hoch über 26,6, dann ist es bullish. Dann können wir auch weiter nach oben hinsteigen. Man muss ja auch dazu sagen, Bitcoin hat diesen ganzen FUD mit den Altcoins oder diesen ganzen News mit den Altcoins sehr, sehr gut überstanden, muss man fairerweise so sagen. Während Altcoins 25, 30, 35% gestern gefallen sind, wir haben uns das gestern ja im Video angeguckt, Bitcoin nur 3%. Da sieht man, okay, Bitcoin sollte jetzt nicht unbedingt als Wertpapier gehandelt werden oder als Wertpapier ausgegeben werden. Und das fördert natürlich dann auch wiederum Bitcoin. Bitcoin-Dominanz ist gestiegen, natürlich Altcoins fallen wie ins Bodenlose teilweise. Man muss sich jetzt auch mal so ein bisschen im Klaren sein. Irgendwie, ich will jetzt hier nicht jemanden auf den falschen Fuß treten, aber irgendwie hat die SEC auch ein bisschen recht. Hinter jedem Altcoin oder hinter fast jedem, man darf jetzt nicht hinter fast jedem Altcoin liegt eine Firma mit einem CEO und somit ist es halt auch eine Firma, die im Endeffekt Token, Wertpapiere oder Anteile von ihrer Firma ausgibt, ne? Also man kann es so von zwei Seiten sehen, natürlich wünsche ich es mir nicht, dass das jetzt noch weiterfällt, weil ich bin auch in Altcoins investiert, ist zwar nicht riesig, aber trotzdem 30% vom Portfolio oder jetzt vielleicht nur noch 25% vom Portfolio macht es aus, da tut es natürlich weh. Ich hoffe also nicht, dass das jetzt noch weitergeht. Andererseits, ich habe es gestern schon in die Telegram-Talk-Gruppe reingepostet. Wo haben wir es gesehen? Hier. Okay, geht gerade nicht. Auf jeden Fall, dass Hongkong im Endeffekt jetzt alle Kryptobörsen einlädt, zu denen zu kommen. Also ganz Hongkong will oder die ganze, sag ich mal,
China-Region, Asien-Region möchte, dass die ganzen Börsen, die jetzt in den USA verboten werden, beziehungsweise als illegal bezeichnet werden und Wertpapiere hier anbieten, einfach nach Hongkong kommen. Die sagen sich, jo, kommt her mit eurer Kohle, wir nehmen es gerne. Und die USA vernichten sich im Endeffekt damit nur noch selber, weil sie ihre CBDCs oder sonst was durchdrücken wollen. Ne? Also nur mal so am Rande. Auf jeden Fall, ein bisschen zu weit ausgeholt, auf jeden Fall gehen wir zurück zur Analyse. Es wird wichtig sein, also ich bin momentan long mit einem Stop-Loss, seht ihr hier unten bei ungefähr 24.690. Man muss dazu sagen, fairerweise, erste Posi war bei 25.500, die zweite liegt in der Region 25k, deswegen ist auch hier das Risk ein bisschen minimaler. Ich habe hier zwei Positionen drin, deswegen warten wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen ab. Auf jeden Fall müssen wir durchs Golden Pocket, das wäre dann auch jetzt hier wieder der erste Take-Profit nach meinem Ziel. Das war auch gestern mein erster Take-Profit. Den zweiten würde ich dann hier oben in die Region 26.400, irgendwie so in die Region legen nach derzeitigem Stand. Aber momentan, wir haben Wochenende, es kann viel passieren. Was komisch ist, der Abverkauf kam an einem Samstag. Das ist sowieso immer so ein bisschen ungewöhnlich, warum an einem Samstag. Sehr, sehr strange. Aber mittlerweile wissen wir, weil ich es auch in die Telegram-Gruppe geschrieben habe, anscheinend hat ein Hedgefonds 2 Billionen hier liquidiert, was Altcoin-Positionen angeht. Nicht verwunderlich, vielleicht gehen sie jetzt alle in Bitcoin, aber müssen wir auf jeden Fall Montag, Dienstag jetzt mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. So die ganze Sache, Börse macht erst am Montag wieder auf. Also da könnte schon noch ordentlich Fahrt reinkommen in den nächsten Tagen. Also macht erstmal keine Panik, aber trotzdem ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was da jetzt weitergeht. Bitcoin gehe ich jetzt erstmal davon aus, okay, maximal nochmal dieses Tief 25,3 könnte ich mir nochmal vorstellen. Hier 25,2, 25,3. Einfach aufgrund darüber haben wir auch schon des Öfteren gesprochen. Wir gehen mal ganz kurz in den 4-Stunden-Timeframe. Einfach um hier nochmal so diese Ineffizienz hier unten zu schließen bei 25,2. Das ist so momentan jetzt so mein kurzfristiges Worst Case, dass wir da nochmal runterbekommen. Und sollten wir dann hier einen Bounce sehen, dann glaube ich, dass das erstmal vorläufig der Boden sein könnte, zumindest um eine Gegenbewegung auszulösen, um dann, sage ich mal, die ganzen Shorts zu killen. Weil momentan Funding ist einfach überwiegend Short, muss man ganz klar sagen. Also wenn man Liquidität holen will, dann sucht man die sich da oben, liquidiert ein paar Shorts und dann versucht man nochmal abzuverkaufen ins Golden Pocket. Gut. Dann rüber zu Ethereum. Wie sieht es hier aus auf dem 4-Stunden-Timeframe? Genauso öde wie bei Bitcoin, wenn wir uns das mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe angucken. Das war so gestern der Plan. Wir sind nicht ganz da hochgekommen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal weg. Wir haben aber auch hier zumindest. Huch, das wollte ich nicht. So, jetzt. Wir haben hier so eine kleine Double-Bottom-Formation da gesehen. Sehen wir hier ganz schön. Und jetzt aber auch eher so ein bisschen Seitwärtsphase. Ich bin hier nicht long. Hat einfach den Aspekt, ich will mich erstmal auf Bitcoin konzentrieren und jetzt ein bisschen mehr vielleicht nächste Woche die Stockmärkte in Angriff nehmen, bevor wir hier irgendwie in Altcoins wieder dann wrecked werden. Weil so richtig erholt haben die sich hier auch noch nicht von ihren Tiefständen. Muss man natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da mal ein bisschen Auge behalten. Ineffizienz liegt hier oben bei den 1820 US-Dollar. Das wäre auch das erste Ziel, sollte Bitcoin nach oben hin ausbrechen, dass ich Ethereum dann auch in diesem Ausmaß hier oben sehe, um dann gegebenenfalls nochmal abverkauft zu werden. Aber das müssen wir dann gucken, wie die Reaktion hier oben ist. Ziel ist auf jeden Fall, die Ineffizienz werden wir hier oben rejected, kann man sich hier sogar einen Short überlegen, das haben wir ja gestern auch drüber gesprochen, aber das wird dann relativ spontan sein, jetzt schon Short Orders da oben zu hinterlegen, sehr, sehr fahrlässig, weil hier auch sehr, sehr viele Short-Positionen reingekommen sind, man sieht es hier am Volumen, das heißt hier oberhalb über dieser Ineffizienz bei 1826 könnten nochmal eine Menge liquidiert werden und dann nochmal einen ordentlichen Push nach oben hingeben, deswegen mit Shorts muss man hier extrem aufpassen, eher Long-Position, aber dann bin ich eher auf den Trichter, Bitcoin-Long-Position zu suchen. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein. Was haben wir gekauft im Endeffekt? Schauen wir uns nochmal an. Also Chainlink habe ich gekauft. Warum? Das werden wir uns ganz kurz auf dem Weekly-Chart angucken, weil wir hier einen perfekten Hit in unsere große grüne Zone hatten, die wir jetzt eigentlich über ein Jahr nicht hatten. Wenn wir uns das angucken, 9. Mai 2022. Die Zone liegt da schon ewig. Deswegen bin ich hier jetzt nochmal eingestiegen bei Chainlink. Und Cardano bin ich auch minimal reingegangen. Also Cardano auch nochmal minimal nachverkauft, wenn wir uns den Weekly Chart jetzt angucken. Wir haben hier zwar noch ein bisschen Luft, aber auch hier seht ihr, dass wir diese Zone hier unter diesem Tief, wo wir diese Liquidität mal anmarkiert haben, haben wir uns auch gehittet. Das war jetzt auch der Grund, okay, Cardano ein bisschen nachgekauft, Cardano und Chainlink und den Rest. Wenn wir uns die ganzen Kurse angucken, sind wir entweder teilweise genau an unserem Entry, wir sind teilweise 100% im Plus, das heißt, es laufen nur noch Profite. Und deswegen würde ich es jetzt gerne erstmal laufen lassen. Wir sind jetzt genau da. Wir haben teilweise 100% Profits gemacht mit den Altcoins. Deswegen kaufe ich jetzt erstmal nicht nach. Das ist einfach der Grund. Ich will mir jetzt eher den Puffer nochmal lassen. Sollte es nochmal ein bisschen tiefer gehen, auch bei Bitcoin oder so, müssen wir uns ja darauf gefasst machen, weil auch Cardano kann auch nochmal hier eine Etappe tiefer. Wir machen das mal ganz kurz weg, damit ihr es besser seht, dass wir hier im Worst Case nochmal zwischen 0,18
bis ungefähr 0,16 oder 0,15 US-Dollar-Cent runtergehen. Deswegen mit Vorsicht nachkaufen, wirklich nur da, wo richtige signifikante Levels gehittet wurden, so wie jetzt bei Chainlink oder Cardano. Und den Rest warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Ich werde jetzt zukünftig wieder ein bisschen mehr Altcoin-Updates machen, einfach um diese Zone mal wieder in den Kopf reinzubekommen für euch da draußen. Und dann würde ich sagen, war es das auch jetzt erste Mal, was Analyse betrifft. News gibt es momentan keine, die meisten kennt ihr ja schon. Und ansonsten lege ich es einfach nur ins Herz, schaut euch den Podcast oder hört euch den Podcast an, gerne auf Spotify. Würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr da ein Like da lässt oder auch eine 5-Sterne-Bewertung und jetzt jeden Freitag da vorbeischaut. Also, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, genießt das geile Wetter da draußen, werde ich heute auch machen. Und dann hören wir uns morgen Nachmittag erst wieder zu einem Update-Video und dann war es das von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, Like, Abo dalassen, Kommentar unten reinschreiben. Das war's von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.